Ja, meine sehr verehrten Herrschaften, willkommen in der Kochrunde Teil 4. Jetzt mal von Anfang an und ich habe alles schon vorbereitet. Es geht los. Wir brauchen einen Kochtopf. Zugegebenermaßen ein recht großer, aber wir sind ja auch eine große Familie. Also, Kochtopf. In diesen Kochtopf, ich habe alles vorbereitet. Und zwar, ich zeige euch das mal hier. Aus der Position wunderbar zu gucken. Wir haben ja jetzt diesen hässlichen Kühlschrank hier stehen. Da kann man wunderbar alles sehen. Ich muss Essen machen. Meine Frau kommt. Kochtopf. Wir machen das Feuer an. Volle Pulle, große Flamme. So muss das sein. Wie ihr seht, die Kartoffeln habe ich schon mal vorbereitet. Und schön gestückelt. Dann habe ich, oh, ich habe heute geschnippelt, meine Güte. Paprika. Tada. Auch schön gewürfelt. Oh, frischer Paprika, wunderbar. Habe ich vorhin alles gemacht, damit das heute jetzt echt hintereinander weg zügig geht. Dann eine ganze Schale lecker Möhrchen. Und diesmal werden die nicht schlecht, wird der Eintopf nicht schlecht. Ja, wir haben einen Kühlschrank. So, tada! Da könnt ihr mal sehen, was man alles so braucht. Also, wie gesagt, das ist ganz gut, wenn man es vorher irgendwie, wenn man Zeit hat, vorbereitet, dann in den Kühlschrank stellen. Das Einzige, was man sich überlegen sollte, in den Kühlschrank zu stellen, sind die Zwiebeln, weil die stinken. Zwiebeln, oh, was für ein Topf! Ein Riesentopf Zwiebeln. Herrliche Zwiebeln. Das muss sein. Man muss ja dazu sagen, ich koche ja immer für eine ganze Familie. Ja? Das heißt für die ganze Familie und für 2 Tage plus eventuellen Besuch. Das muss man bei uns immer einberechnen. Weil wir kriegen nämlich, also unangemeldet, öfter mal Besuch. Und da ist es doch schön, wenn man was dem Besuch anbieten kann zu essen. Ja, jetzt ist ja immer unhöflich, wenn man dann schon sitzt und isst und kann dem Besuch nichts anbieten. Kann sagen, ja, du musst ja halt zugucken. Deswegen ist es so, ist es bei uns, also wie gesagt, kein Mensch braucht das ungefähr ein Eintopf dann für, lass mal überlegen, wir sind 5, 6, 12, für 15 Personen. Ungefähr. Ja, dann der Speck, den brauchen wir natürlich auch als erstes. Auch klein gewürfelt. Heute ist Würfeltag sozusagen. Und die Jagdwurst. Oh, Credence. Schaut euch das alles an. Das wird jetzt alles verwurstet. Sozusagen. Die Vollverwurstung. So, der dürfte jetzt heiß genug sein. Wir geben da nichts erstmal rein. Außer. So, so, so. Außer den Speck. Ah. Hört ihr, wie es zischt auf kleiner Flamme? Es entwickelt sofort ein fantastisches Aroma. Diese wunderschönen Wurstballen. Allerdings zuerst lassen wir den Speck ein wenig aus. Jetzt nehmen wir die Wurst mit dazu. Oh, herrlich, hier riecht jetzt schon sehr intensiv.
Jetzt lassen wir das Ganze schön anbraten. Rühren ab und zu durch. Ja, werdet ihr ja sehen. Ne? Kriegen wir hin. Ja, das darfst du doch nicht haben. Wie kommst du denn da ran? Soll ich denn hier hin? Jo. Okay. Hallo? Hallo? Hey. Das kannst du haben. Bitteschön. So, Gruß an alle. Bis morgen, ja? Tschüss. So ein liebes Kind, nein. Umso schärfer man es andreht, umso mehr Geschmack braucht die Suppe denn, oder hat die Suppe denn hinterher. Und umso weniger muss man dann künstlich dazugeben, sozusagen, wenn man es denn möchte überhaupt. Der natürliche Geschmack ist doch am besten. Also wenn man die schön scharf andreht, von allen Seiten so ein bisschen braun, ne, dann reicht der Geschmack von der Wurst. Ja, das ist eine Dreiviertel Jagdwurst, so eine große, diese. Haben die denn hier so ein Kilo oder was? Ja. Dann reicht das. Dann reicht das dick aus. Das ist cool. Ja, das Aufwendigste ist auf alle Fälle das Geschnipsel von dem ganzen Kram. Ja. Also das muss man auch mal so sagen. Wenn man das jeden Tag macht und wirklich nur das macht, dann ist das in Ordnung. Dann kann man ja wirklich, also als Job oder so, ja. Dann steht man halt früh morgens auf, bereitet das schon alles vor und ja, hat das dann zum Mittag fertig. Aber wenn du das im Laufe des Tages machst, nebenbei noch arbeiten musst, das ist schon sehr aufwendig. Noch ein Topf, ja, so einfach wie das am Ende ist, am Anfang ist es sehr aufwendig. Am Ende ist es ja einfach, kippst alles drin, lässt kochen, hast eine Stunde erstmal Ruhe, wenn der kocht. Aber es ist unheimlich viel Feuchtigkeit drin in der Jagdwurst. Das ist unglaublich, was hier so zum Vorschein kommt. Ja, dampft ganz schön ab. Ich glaube, da müssen wir erstmal ein bisschen die Feuchtigkeit weglassen. Ohne Deckel. Damit die Feuchtigkeit ein bisschen abkochen kann. Ansonsten brätet der gar nicht an. Kocht der, ist ja Kochfleisch denn. Ja, kriegen wir einen wahr. Wäre ja gelacht. Lass das mal offen kurz. Geh mal schauen, was die Kinder wieder machen da drüben. Da kommt immer mehr Wasser. Braten. Naja, dauert ja auch Zeit. 5, 6, 7. 2 Stunden werden wir jetzt bestimmt brauchen hierfür. Warten auf die Perfektion.
Jetzt wird's langsam. Jetzt kommt's. Jetzt hackt es schön an gerade. Also wie gesagt, ich zeige euch nur, wie ich das mache und wie ich das mag und so, wie er mir und meiner Familie gut schmeckt, der Eintopf. Da, fass es an. Schön angehackt, schön angebraten. Den Dreh runter. Sieht man das? Hier, das ganze braune. Das ist gute Würze. Gute Würze. So. Jetzt kommen die Zwiebeln rein. Oder vielmehr erstmal kochen wir einmal kurz auf. Ne, wir machen die Zwiebeln erstmal rein. Genau jetzt, in diesem Moment. Verteilen das Ganze gut. Jetzt kommt noch ein bisschen Zwiebelaroma mit dazu. Sind die Leute in meinem Haus so, wow, wann ist denn das Essen fertig? Ah, jetzt riecht es wirklich. Und jetzt kommt Wasser, das ist ganz wichtig. Haben wir ja hier stehen. Einmal hochdrehen und dann ein Schuss Wasser, damit sich jetzt das verbrannte, angebrannte, angehackte löst. Schaut mal, wie gut das abgeht. Und jetzt den Grundsud bildet. Ja, den Grundsud für den späteren Eintopf. Da muss noch einen Schluck mehr drin. So, ich drehe runter
Und bei kleiner Flamme jetzt nochmal 5 bis 10 Minuten die Zwiebeln nochmal kommen lassen. Ja. In der Zeit räume ich schon mal ein bisschen auf wieder. Schnippelmaterial, ja, so sieht das aus. Den für die Möhren, den für die Kartoffeln, den für die den für die Jagdwurst, das für die Jagdwurst, ja, und für die Zwiebeln und das hier, ja, für die Möhren dann zum Kleinschneiden und für die Kartoffeln zum Kleinschneiden. So sieht's aus. Viel Material. So, schauen wir noch mal nach. Perfekt. Wieder zurück auf den Schreibtisch hin, ja? Also da oder schön wegpacken, dass Scully da auch nicht rankommt. So. Wow. Zeig mir mich an. Das ist erstmal Notwurst. Schön. Jetzt. Ach, herrlich. Ist es egal, wie man es reintut? Nein, das ist nicht egal. Jetzt kommt die Paprika rein. Nicht egal. Für mich nicht egal. Ich meine, es ist egal, ob du Erbsen nimmst. Nein, ist es nicht. Warum? Dementsprechend weich werden die Komponenten. Da die Möhren noch ein bisschen bissfest sein sollen, kommen die natürlich relativ zum Schluss, ganz zum Schluss halt die Kartoffeln. Ja, die Möhren brauchen ja doch ein bisschen länger als die Kartoffeln. Jetzt kommt erstmal die Paprika rauf und jetzt nochmal 10 Minuten. Das dauert ewig. Ne? So was dauert. Das ist ganz normal. Da musst du durch. Ein Topf ist immer lang. Ein Topf dauert immer lange, ganz genau. Und ist jetzt der kleine Wecker. Und die Wecker, wer hat sie sehen? Die Wecker ist da oben. Genau. Du weißt immer nicht, wo der ist, obwohl der rechts bei deiner Nase ist. Manchmal ist es komisch. Ist auch alle zu viel manchmal. Das war das Signal für die Paprika. Achtung, Augen weg. Augen drin. Oh, der ist jetzt ganz hellrot geworden. Hellrot heißt so schön durchgedünstet. Zeig dir. Auch das zeige ich dir. Mama hat sich heute Suppe gewünscht. Mama hat sich heute Suppe gewünscht. Lecker. Ein Imbissnamen? Also, ja. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Nur nicht anfassen, dann ist ganz heiß. Papa! Hab ich doch gar nicht. Muss man aufpassen, dass man sich nicht verbrennt, auf alle Fälle. Da haben meine Kinder schon recht. Du hast dich schon mal verbrannt? Ja, nachts. Ausmachen wollte ich diese. Ich wollte den Schalter drauf, aber ich habe die Glühbirne angepasst. Oh. Wieso kommst du nicht hin?
Jetzt kommen. Jetzt kommen die Möhren rein. Und dann lassen wir nochmal, gießen wir ein bisschen auf mit Wasser. Ne? Und lassen das nochmal 15 bis 20 Minuten. Ach, wundervoll. Jetzt ein wenig Wasser. Die Flasche zu Pfandflaschen, ich hasse Pfandflaschen. Flamme ein bisschen höher drehen, weil es ja jetzt kaltes Wasser drin und 20 Minuten nehmen wir den ganzen. Jetzt schauen wir mal nach wieder, wie das aussieht. Und sobald das Wasser kocht, man sieht, dass es kocht, kann man natürlich die Flamme wieder runterdrehen. Das ist kein Problem. Die wollen Quatsch mit dir, ne? Ja. Ja. Tschüss. Tschüss? Hießt du schon wieder? Ja. Meine Lady. Tschüss. Tschüss. So, Mensch, die sehen wunderschön aus. Bis jetzt sieht super aus. Riecht auch immer noch deftig. Jetzt wird es gerade nochmal vermischt. Ich schätze, wir müssen ein bisschen was nachtun. Aber ja, jetzt kommen die Kartoffeln rein. Letzte Zutat. Kartoffel und nicht wenig, sind ja zwei Netze. Was ist in so einem Netz drin? Weiß ich gar nicht. Dazu kommt natürlich Salz. Und Wasser. Ich konnte das Wasser. Pfandflasche, ich hasse Pfandflaschen. Pfandflasche, ich hasse Pfandflaschen. Jo.
Und jetzt eine Stunde. So, und schauen wir uns noch einmal die Suppe an. Ganz kleine Flamme. Jetzt nochmal die restlichen 25 Minuten und dann ist fertig. Das Signal, das Signal, Signal, Signal. Dann gucken wir doch mal, wie die geworden ist. Schaust du, wie sie schmeckt? Ich schau mal, wie die schmeckt. Ist die fertig? Oh. Oh. Ist die heiß? Heiß ist die auf alle Fälle. Nur Kartoffeln. Eine Kartoffel. Hol dir doch so eine kleine Schüssel auch. Dann kannst du auch probieren. Aber es ist wirklich nur probieren. Okay? Hol dir so eine kleine Schüssel raus. Verbrenn dich nicht. Du kannst es selber machen, aber du darfst dich nicht verbrennen. Okay? Nämlich das Mama denn da ist, ja? Wie ich das Essen mache, ja. Sagst du auch was dazu? Kannst du
dir hinterher angucken, wenn du willst. Sehr lecker. Jetzt wird es weiter gekocht noch, bis Mama kommt. Dann mach noch mehr Milchkühl, Luft rein. Danach, wenn das Essen fertig ist und wieder auf ist, kriegt ein Eis, oder? Ja, wieder ist Nachtisch. Aber nur wer auf ist. Ja. Erstmal warten wir auf Mama. Ja, Mama. Und dann essen wir. Ein Eis. Ja, jetzt noch ein bisschen köcheln und dann fertig. Ja. Machen wir. So, Essen ist fertig. 2 Stunden 47 Minuten hat sie gedauert. Aber jetzt ist es fertig. Es wurde sich schön suppig gewünscht. Haben wir hingekriegt heute. Oh, wieso ist das so fertig, Papa? Ja, das war's. Das war der Eintopf. Wie gesagt, sagen wir mal insgesamt mit Schnippeln war ungefähr eine Stunde. Also fast 4 Stunden. Ist aber auch ein Riesentopf. Ein Riesentopf. Jetzt wird nur noch gegessen. Mehr. Also, Tisch decken. Ja, ich habe genauso wie du willst. Suppi, Suppe, Suppe, Suppe. Riesentopf hier. Ach, und sauber ist es auch. Und warte mal, was ist anders? Was haben wir schon? Ich habe ein bisschen so was. Ein bisschen rötlich gemacht. Toll. Eben hatte dein Sohn eine Pampi. Ja, das kriegt Mama. Nein, das ist immer nur essen. Dann hat Mietje und Kuckucks. Das war aus Versehen mit Mietje. Du wolltest auf dem Bett gehen. Das ist immer Mietje. Immer an einem Punkt. So sieht's aus. 3 Stunden 22, die Suppe ist verrückt und die war gut.